Tja, Leute, die Umstände nicht ganz optimal heute. Die Probleme haben schon beim Wickeln angefangen, aber alles weiter im Video. Dranbleiben. Hey ho, meine Lieben. Nächstes Video für heute. Neue Folge, ganz klar. Ich habe ja im letzten Video euch dieses Buch hier vom Hilfesand gezeigt, vorgestellt. Wir haben was draus gemacht. Und ja, wenn oder wie gesagt, wenn ihr aus diesem Buch noch mehr sehen wollt, kommentiert unter das letzte Video und dann können wir da noch was draus machen. Aber jetzt und heute, das andere war ja auch heute, zeige ich euch noch ein Buch vom Hehl Verlag. Und zwar das neue Plancher Buch. Ja, es sind über 80 Rezepte drin, aus maximal 6 Zutaten, zubereitet auf der Plancher. Unwiderstehlich. Mit nur einigen wenigen Minuten Vorbereitung werden Sie zum Grillmeister. Genießen Sie Fleisch und Gemüse, spießgegrillte Fischfilets oder Krustentiere. Naja, das ist dann für Schatzi und Patricia. Wenn Sie es wollen, werde ich das auch machen. Dann Gemüsepasteten, Pfannkuchen oder karamellisierte Früchte, unkompliziert und super lecker. Dank der kompakten Anleitungen und der bildlichen Darstellung der wenigen Zutaten gelingt alles in Handumdrehen und Sie können sich ganz dem Wesentlichen widmen, dem Grillspaß mit Ihren Freunden und der Familie. Ja, also ich habe schon mal reingeguckt, ein sehr geiles Buch, gefällt mir wirklich mächtig. Und auch, wenn ich aus diesem Buch noch mehr machen soll, unter dieses Video drunter kommentieren. Was machen wir aber jetzt heute aus dem Buch? Schatz hat sich da was rausgesucht. Und zwar Putenschnitzel mit Aprikosen und Speck. Jawohl, also Bacon. Gehen wir mal kurz grundsätzlich darauf ein, was ist überhaupt eine Plancher? Oder Plancher, naja, kann man aussprechen, wie man möchte. Es ist nichts anderes als eine Grillplatte. Ob sie jetzt aus Gusseisen, aus Edelstahl, aus normalem Blech besteht, es ist eigentlich wurscht. Man kann, die Cam steht auch ein bisschen schief, drehe ich den Kopf ein bisschen, nee. Man kann auf jeder solcher Platte diese Gerichte machen. Man könnte im Prinzip auch einen Dutch-Ofen-Deckel nehmen oder einen kompletten Dutch-Ofen oder die Feuerplatte. Das ist eigentlich relativ wurscht. Man könnte es auch ganz normal in der Pfanne hier in der Küche machen, was ich heute aber nicht machen werde. Wir gehen mit einer Grillplatte, die ich schon sehr lange habe, hinaus in die Grillkota. Aber jetzt, bevor wir noch lange rumquasseln, gehen wir rüber und schauen mal, was wir an Zutaten haben. Auf geht's. Da wären wir nun schon mit eigentlich allen, was wir, oder fast allen, was wir benötigen. Eine rote Zwiebel, die habe ich schon klein gehäckselt. Die Aprikosen, frische nicht zu bekommen, nehme ich aus dem Glas, steht auch drin, dass man aus dem Glas nehmen kann. Dann Olivenöl, an Speck bzw. an Bacon, an Pinsel zum Einölen. Die Putenschnitzel, ja, eine Schale, wo ich es dann gleich reintun werde. Und tja, meine Videos sind ja immer bloß Vorschläge und gerne zum Abändern animiert, oder es animiert natürlich alles zum Abändern, genauso auch so Rezepte aus so Büchern. Hier haben sie jetzt zum Beispiel absolut nichts von einem Gewürz. Ich habe hier vom Bambi Blattfuß ein Gewürz geschenkt bekommen, was er selber gemischt hat. Also wenn ihr das wissen wollt, was das oder was da drin ist, müsst ihr dann selber anschreiben. Damit würze ich das ein bisschen. Tja, und die Putenschnitzel sind mir eigentlich schon ein wenig noch zu dick. Und deswegen werde ich die einfach noch ein klein bisschen kloppen,
Lass sie einfach ein bisschen flacher werden. Und wenn ich die alle durchgekloppt habe, tja Leute, dann geht's auch schon weiter. Dann wäre ich auch schon durch und je nachdem, wie so ein Schnitzelchen runtergeschnitten ist, wird es natürlich auch, ja, das eine besser, das andere nicht ganz so schön aussehen nachher. Aber, naja, wir werden sehen. So, jetzt werde ich das mal vorsichtig würzen hier, weil das Gewürz hat es in sich. Das habe ich vorher nämlich mal so probiert. Hauptsache ein klein bisschen gewürzt. So, und das mache ich jetzt genauso mit allen durch. Und danach geht's wieder weiter. Ob ihr diese Teile natürlich überhaupt würzt, das bleibt natürlich dann auch euch überlassen. So. Jo, dann wollen wir mal loslegen. Ja, überschüssiges Fett, das kann man natürlich hier noch wegschnibbeln. Habe ich vorher nicht ganz genau geschaut. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Dann tun wir hier jetzt ein paar Zwiebeln drauf. Man könnte jetzt auch, wie es im Buch dann noch steht, eine italienische Variante. Bleibst du da, du Aprikose? Italienische Variante machen und noch ein Mozzarella reintun, aber tja, das war das Kleingedruckte unten drunter. Sprich, ich habe es nicht gelesen gehabt, bevor ich zum Einkaufen bin und habe auch kein Mozzarella da, keinen anderen Käse. Oder Schatz, haben wir einen anderen Käse noch da? Nee. Nein, leider nicht mehr. Dann klappen wir hier jetzt die Ränder ein. Und dann ist es hier schon, ja, eigentlich fast eine perfekte Rolle. Dann nehmen wir uns 2 oder 3 Scheiben Bacon. Der will heute auch nicht so, wie ich will. So. Ich glaube, ich nehme da gleich 3 Scheiben. Da habe ich ja Gott sei Dank genügend eingekauft wieder. So. Dann packen wir das Teil schön mit Bacon ein. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir das oben nicht noch besser mit Zahnstocher sichern sollten. Schatz, kannst du mir mal Zahnstocher rausgeben? Oder andere Piekser? Ah, Leute, ich wasche mal schnell die Hände und hol mir Piekser. Oh Leute, das erste Ding sieht mal furchtbar aus. Ich habe jetzt mit so einem Schaschlik-Piekser das gemacht. Schauen wir mal, wie das nächste wird. Lege ich dabei hier drüben in meine Schale. Nehmen wir das hier. Obwohl, nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier, genau. So, dann wieder die hier. Zwiebeln. Aprikosen an Mino. So. Dann schauen wir, dass wir das hier zukriegen. Dieses Mal nehme ich, wo habe ich jetzt meine Piekser hin? Da. Dieses Mal nehme ich mir gleich einen Piekser. Also mit so kleinen Putenschnitzeln ist es, ja, ich würde mal sagen, gar nicht so einfach. Es ist eine Kunst für sich, sagen wir es mal so. Und es ist eine Katastrophe.
pieks ich mal noch voll in den Finger rein. Und den nächsten nähe ich zu. Ja, echt jetzt. Das nächste wird genäht. Da bin ich rigoros, Leute. Ach, der Bacon war auch schon mal schöner. Also hier das zweite Beispiel, wie es nicht unbedingt aussehen sollte. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt fleißig weiter. Ich suche mein Schneiderwerkzeug. Jetzt nehmen wir den langen Yoshi und schauen wir mal, ob wir es damit besser hinkriegen. Es könnte natürlich auch sein, dass ich wieder viel zu viel Aprikosen in die Dinger reinstopfen versuche. Wie viel machst du denn da, ne? Oh ja, schon ein paar. So. Jetzt nehmen wir dieses Mal ein bisschen weniger. Das reicht doch eine. Nee, eine ist zu wenig. So durch. Deutlich schöner das Paket. Der Nachteil hierbei ist halt jetzt, tja, man muss beim Essen aufpassen, dass man nicht den Faden mitfuttert. Auch noch mal schön den Bacon ein. Nehmen wir jetzt gleich ein bisschen mehr. Und wenn es so aussieht, ist es gut. Noch besser wäre es ohne Faden oder sonstigen Hilfsmitteln. Aber naja, schön. Ich mache jetzt die restlichen fertig und dann zeige ich euch ja die ganze Portion. Leute, ich sag's euch, die meisten anderen YouTuber hätten wahrscheinlich so ein Video mit so einer Katastrophe schon abgebrochen, aber nein, bei mir nicht. Ich mache da einfach weiter und ja, jetzt tun wir ein bisschen Olivenöl drüber. Tun das noch ein bisschen verpinseln. Zumindest jetzt mal von oben. Das von unten haben wir ja in der Wanne. Na, da schütten wir einfach noch ein bisschen was rein. Dann können wir das mal ein bisschen durch die Wanne rutschen lassen. Und dann ist das eigentlich, hoffe ich doch, alles auch eingeölt. Und ganz ehrlich, beim letzten habe ich jetzt von außen verschnürt wie so ein Rollbraten und da habe ich auch die Aprikose weggelassen, weil, ey, ne. Naja, lassen wir das Thema. Leute, wir gehen raus in die Grillkota und schmeißen das Zeug auf die Griddleplate. Also auch eine Art Plancher. Dann wären wir auch schon heraußen. Ich habe schon angefeuert. Also zwischendrin glüht schon ein bisschen, dauert jetzt noch ein paar Minütchen. Und da unten runter seht ihr schon die Platte. Die habe ich ja vor Ewigkeiten einmal gekriegt. Zu Weihnachten, das war das komplette Topfset, da war die drin. Und die ist jetzt wunderbar geeignet, um das nachher anzubrutzeln. Ja Leute, und dann hoffe ich doch jetzt einmal, dass das Ding schon warm genug ist. Das werden wir aber jetzt gleich wissen.
Jo, es brutzelt, es brutzelt. Oh Mann, und der Barbecue-Grill-Eimer nervt mich auch schon wieder am Handy. Aber egal, dem antworte ich jetzt gar nicht, weil ich hier schwer beschäftigt bin. Öl oder sonstiges brauchen wir natürlich jetzt nicht auf die Grill gleich draufhauen, weil wir haben ja schönen Bacon und ja, das Ganze eingeölt. Ja, jetzt aber mal die Kamera sich hier verstellen. So Leute, und dann werden wir das Ganze, ich denke mal, zwei, dreimal wenden. Einfach, dass man das nicht anguckt. Aber es brutzelt schon munter vor sich hin. So, dann schauen wir uns die Dinger mal an. Ob wir sie jetzt schon einmal drehen. Ah, bitte können sie noch. Das Bacon soll sich ja, ein bisschen kleben tut's noch. Das Bacon soll sich ja so richtig schön zusammenziehen. Aber ich denke schon, dass das lecker wird. Besonders mit dieser süßen Note von den Aprikosen da drin. Yummy. Ja, ich glaube, das war höchste Zeit zum Umdrehen. Nicht verbrennt, nur Röstaromen. Naja, vielleicht ziehe ich das Ding auch ein bisschen weiter auf die Seite. Also das ist natürlich wieder very, very hot von unten. Aber so, ja, dreh und wenn ich jetzt die Teile nachher noch hochkant, ja, und dann denke ich doch, dass die fertig werden. Dazu gibt es übrigens einen leckeren Gemüsereis, wie mein Schatz mir gerade gesagt hat. Und ja, es wird schon werden. Und wie gesagt, ein bisschen hochkant stellen. Und so drehe und wende ich das Ganze jetzt, weil wir wollen ja, dass die Kute komplett durch ist nachher. Oh, ich hab Hunger. Leute, ich hab so Hunger. So Leute, also ich denke, die optimalste Lösung mit der Platte hier drin war das jetzt nicht. Ich hätte vielleicht doch besser in der Weberkugel oder im Gasgrill machen sollen, wo ich die Temperatur schön einregeln kann. Das wäre mit Sicherheit sinnvoller gewesen. Dann hätte ich auch außenrum schön Hitze, ja, damit das Ganze etwas schneller durch wird. Also, wollt ihr sowas nachmachen, macht es in einem geschlossenen Grill, wo ihr von allen Seiten dann Temperatur kriegt. Aber wir machen jetzt natürlich das Beste daraus. So, jetzt was ganz was Untypisches von mir. Ich habe gerade beschlossen, die ganzen Teile runterzunehmen, nochmal die KT zu messen und dann die im Rohr fertig zu machen. Weil ich habe jetzt keine Lust drauf, ehrlich gesagt, dass wir die Teile jetzt komplett verkuckeln da drauf. Und ja, dann gehe ich jetzt rein, tue die in den Backofen rein, weil jetzt noch extra die Weberkugel anzufeuern, habe ich auch keine Lust. So, die Platte hole ich dann später, die ist bockenheiß. Und die Kohlen jetzt extra in die Weberkugel reinzuwuchten, habe ich noch weniger Lust. Ja, deswegen
machen wir das jetzt noch kurz im Backofen, bis die gewünschte Kerntemperatur von was weiß ich wie viel Grad erreicht ist. Leute, wir gehen rein. Und Tschüssikowski. Tja, Freunde, nicht alle Ideen, die ich habe, sind so gut. Also mit Platte und Grillkota, glaube ich, hat sich das erledigt, weil man das einfach nicht so gut steuern kann. Und da fehlt mir einfach dann die Umlufthitze, die Rundumhitze. Tja, so ist es jetzt nun mal. Jetzt ist es im Backofen drin. Jetzt lassen wir es noch fertig garen, durchziehen. Ja, und dann können wir essen. Vorteil von hierherin, wir können kurz einmal ja, uns den Reis angucken. Hier liegen sie jetzt noch alle, fertig gegart. Und naja, wir werden uns nachher dann im Fazit nochmal drüber unterhalten, beziehungsweise werde ich noch ein bisschen was dazu zum Sagen haben. Aber jetzt ab auf den Teller und dann wird erstmal gegessen und probierle. So habe ich es jetzt auf dem Teller liegen und ich schneide es mal schnell in der Mitte durch. Randalier halt. So sieht's von innen aus. Jetzt muss ich bloß beim Essen aufpassen, dass ich nicht eine Schnur erwische. Da war der Holzspieß drin. Ne, da war eine Schnur drin. Naja. Mit der Aprikose da drin, wirklich sehr lecker. Der Reis auch hervorragend. Dann werde ich aber jetzt erstmal essen und dann nachher noch das Fazit, ganz klar. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Schatz, du zuerst. War sehr lecker. Ja. Fleisch war saftig. Okay. Schade, dass mein Backofen mal schwer nehmen muss. Jetzt nervt schon wieder irgendjemand. Naja, gut. Leute, es war wirklich lecker, dieses Zusammenspiel von dieser roten Zwiebel mit der Aprikose. Richtig, richtig geil. Dann das Fleisch und dem Becken drumherum. Perfekt. Aber ich muss sagen, dazu noch das Gewürz vom Bambi Plattfuß. Wow. Absolut wow. Also ich bin mal richtig voll. Gigantisch. Ich hoffe, dass der Bambi Platzfuß vielleicht einmal das Rezept für dieses Gewürz rausrückt, dass wir das nachmischen können. Liegt aber nicht in meiner Macht. Da müsst ihr dann vielleicht selber anschreiben oder auf seinen Kanal ein Abo hinterlassen und in jedem Video kommentieren. Gewürz, Rezept rausrücken. Naja, es war einfach alles stimmig und lecker. Tja, jetzt das Desaster mit der Griddleblade in der Grillkota. Da drin die Temperatur für so eine Griddleblade zu steuern, ist einfach schier unmöglich. Es funktioniert einfach nicht. Das war dieses Mal, glaube ich, wirklich der letzte Versuch damit. Dann werden wir halt auf andere Gerichte ausweichen, auf andere Möglichkeiten, weil
Möglichkeiten. In der Grillgrot, da haben wir noch so viele. Aber so mit der Platte oder so, bringt einfach nichts. Das bringt nichts. In der Weberkugel hätte ich jetzt eingeregelt, eingependelt, hätte es liegen lassen. Schön die Rundumhitze, wäre perfekt geworden. Aber naja, was heißt, wäre perfekt geworden? Perfekt ist das jetzt eigentlich auch schon. Also ich kann mich absolut nicht beklagen. Freunde, das war's mit dem Video für heute, mit dem zweiten Video für heute. Schatz hat noch irgendwas geplant für morgen, das ich machen soll. Aus welchen von den zwei Büchern war das zweite? Was, das zweite? Ich soll doch für morgen auch was machen. Das war aus dem Harry Potter Buch. Aus dem Harry Potter Buch kommt noch ein zweites Rezept. Wunderbar. Leute, ich sag dann Tschaikowski, wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Hast du dir noch eine Portion geholt? Scheint wirklich zu schmecken. Tschüss.